lernen mit allen Sinnen. Das gibt dir einfach dreifache Sicherheit. Wenn du mal schaust, es gibt mehrere Lerntypen. Wir haben hier den auditiven Lerntyp, der über das Gehör und über das Sprechen lernt. Dann den visuellen Lerntyp, der braucht immer Bilder, der braucht auch die bildliche Erklärung. Und den Kinästheten, der alles begreifen muss und auch fühlen muss. Also das sind die Praktiker. Wenn du nur auf einen Lernkanal fixiert bist, zum Beispiel nur mit auditiven, also du musst immer reden, man muss es dir gut erklären können, dann hat das einen Nachteil, nämlich die auditiven Lerner, die lernen zwar brav und fleißig, und die merken sich nur 20% von dem, was sie gelernt haben. Das heißt, sie müssen viermal länger lernen wie die anderen. Der visuelle Lerntyp, wenn du rein visuell lernst, der merkt sich nur 30%, also gerade mal ein Drittel. Und der kinästhetische Lerntyp, der merkt sich 40%. Wenn du also alle zusammennimmst, dann bist du bei sicheren 90% in ein und derselben Zeit. Und wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich alle drei Sinne einbauen? Zum Beispiel machst du dir ein Mindmap. Und nicht so ein Mindmap, wo du nur mit einem Kuli schreibst und ein weißes Papier hast, sondern du nimmst ein Mindmap, in dem du auch hergehst und Farben verwendest. Oder dass du Bilder auf diese Mindmaps hinaufzeichnest oder hinaufklebst, damit du Anknüpfungspunkte hast. Da hast du jetzt also schon den visuellen Kanal. Okay. Und wenn du jetzt dieses Mindmap hast und dann hast du Bilder drauf, du hast Farben drauf, du hast Stichworte drauf, jetzt kannst du aufstehen, dich dazu bewegen, also auch etwas tun. Du kannst jonglieren oder du kannst marschieren, über Kreuzübungen machen und es dir laut vorsprechen. Jetzt hast du bei ein und demselben drei Lernkanäle eingeschaltet. Das heißt 90%. Übrigens auch das Sprechen, in Dialog gehen und sich etwas bildlich vorstellen, sind auch alle drei Lernkanäle eingeschaltet. Ja, also versuche mal mit allen drei Sinnen wirklich ins Tun zu kommen und du wirst sehen, dass das wirklich effizient ist und du dir Unmengen an Zeit sparst und wieder mehr Freiheit für dich hast und auch das Wissen besser abrufen kannst. Denn wenn zum Beispiel der visuelle Lernkanal bei der Prüfung durch die Nervosität blockiert ist, dann hast du noch zwei weitere Lernkanäle, die dann eben dir helfen können, dass du das Wissen abrufen kannst. Wenn dir das Video nun gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal. Wenn du noch mehr wissen willst, dann scanne dir hier einfach diesen QR-Code und komm auf meine Webseite und informiere dich. Ich freue mich auf dich. Bis dann, deine Margit.